Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie diesen Dienstag wieder dabei sind. Mit dabei ist auch Christoph Eichhorn, zugeschaltet aus der Schweiz. Schön, dass Sie da sind. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie nicht kennen, Herr Eichhorn, wer sind Sie? Ja, ich heiße Christoph Eichhorn, ich komme aus Konstanz am Bodensee. Ich war kurze Zeit Lehrer, dann kam eine schwierige Klasse. Ich bin Psychologe geworden und Schulpsychologe. Durch Zufall kam ich zum Thema Classroom-Management. Das finde ich aber derart ein interessantes, wichtiges und spannendes Thema, dass ich mich jetzt viele Jahre intensiv eigentlich nur noch damit beschäftige. Wir befinden uns momentan in einer ganz schwierigen Situation für die Gesellschaft, aber auch für die Schulen. Ja. Wir sind im Zuge der Covid-19-Pandemie und das Thema unserer heutigen Sendung ist Corona. Schulen verzweifeln an Reaktanz. Bevor wir in das Thema einsteigen, erklären wir doch oder erklären Sie doch bitte mal den Begriff Reaktanz. Was bedeutet das denn? Ja, Reaktanz ist wirklich ein ganz wichtiger Begriff in Schulen, vor allem jetzt in Corona. Reaktanz bedeutet einfach als einfacher Beispiel, oder? Eine Schule hatte die Regel, nicht auf den Boden spucken. Gut, einige hatten da auf den Boden gespuckt. Dann Reaktanz kann dazu führen, dass einige Schülerinnen oder Schüler speziell, mehr Schüler halt, dann einfach, weil es diese Regel gibt, auf den Boden spucken. Ja? Einfach, weil es diese Regel gibt, spucke die auf den Boden. Oder jetzt in Corona. Gell? Da haben wir, ich kenne zum Beispiel viele Schulen, die haben, das haben sie sehr gut gemacht, ihre Erwartungen, und das ist ein wichtiger Punkt im Classroom Management, dass wir ja auch unsere Erwartungen genau definieren an unsere Schülerinnen und Schüler. Wir können ja davon ausgehen, dass unsere Schüler unsere Gedanken lesen können, gell? Wenn wir nicht sagen, ihr zieht bitte in der Schule den Mundschutz an, na, dann machen sie es auch nicht. Das ist ja wohl klar. Gell? Und so. Und da gibt es Schulen, die haben es sehr genau beschrieben, was sie von ihren Schülern erwarten, auch auf dem Schulweg und so weiter. Da kommen dann aber so 50 oder noch mehr oder 100 Regeln zusammen, die man einhalten muss. Und das ist halt wirklich gut gemeint, aber könnte man noch ein wenig besser machen, meine ich. Ja, dies kann halt schon, wenn einer die ganze Regel lässt, denkt er, also gerade Schüler, die da halt sensibel sind, was so Regeln oder angeht oder Reaktanz angeht, denken, oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt, was soll ich noch alles machen? Und dann bauen die innere Abwehr gegen diese Regeln auf. Dann wird es für uns immer schwieriger, die dazu zu bringen, diese gut positiv einzuhalten. Und das ist das, was mit Reaktanz kurz gemeint ist. Vielleicht auch den Florian Silbereisen kennen viele aus dem Fernsehen, gell? Der fand ich noch interessant, das Interview vor kurzem mit ihm, hat er gesagt, ja, eben, ich reise eigentlich nie gern weg. Er muss nicht immer verreisen, gell? Sei ihm egal. Jetzt aber in Corona, wo man nicht verreisen darf, hätte er eine riesige Lust am Reisen aufgebaut. Gell? Das ist auch so eine Art von Reaktanz, man hat er auch selber so genannt. Ja, weil man sie darf, oder? Ist die Lust gewachsen, genau das zu tun, was man nicht darf. Also dieses Verhalten oder ich sage mal dieses Phänomen Reaktanz betrifft nicht nur Kinder oder Jugendliche, sondern die gesamte Gesellschaft. Das, was man eigentlich auch Erwachsene. Gell? Ich kenne auch Erwachsene, ein Bekannter von mir steht da rasend, nicht betreten, läuft da gerade drauf. Weil das Reaktanz. Das hätte er sonst nicht gemacht, wenn das Schild da gestanden wäre, wäre halt auf dem Weg geradeaus weitergelaufen. Also das Verbotene reizt uns Menschen, weil wir so gebaut sind, oder? Zumindest einige. Ja. Es reicht ja auch, wenn eine Schule einige hat. Verstehe ich ja, regelmäßig, wenn ich jetzt da ein paar habe, die richtig Reaktanz zeigen und keine Regel mehr einhalten, habe ich es richtig schwierig. Ist das sicher die Idee? Ist das diesen Kindern, die dieses Verhalten zeigen, bewusst, dass sie durch diesen inneren Antrieb dieses Verhalten zeigen oder machen die das unbewusst? Ich würde meinen, wissen Sie, ich sehe es genau, aber es würde mich bewundern, wenn die das bewusst machen. Das ist einfach eine spontane Reaktion.
Gell, die Leute denken da halt lang nach. Jetzt haben Sie eben gesagt, wir müssen ja Regeln aufstellen. Ja. Mundschutzregeln, Händehygiene, Genau. Abstandsregeln, Lüften und so weiter. Das ist ja jetzt ein Dilemma. Also wir Pädagogen müssen Regeln aufstellen, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass gerade gegen diese Regeln verstoßen wird. Wie kann man dieses Paradoxon lösen? Ganz genau, da haben Sie völlig recht. Was mir jetzt da einfällt, das eins wäre halt schon zum Beispiel, wie nennen wir das, gell? Nenne ich das Regeln? Also, wissen Sie, es gibt ja das englische Lied: I don't wanna go to school, I just wanna break the rule. Also auf Deutsch, der letzte Teil: gegen die blöde Regel will ich einfach verstoßen, die kümmere mich nichts mehr, oder? Vereinfacht übersetzt jetzt, oder? Ja, jetzt haben wir ein Problem, gell? Also, das eine ist natürlich, auch beim Wort Klassenregeln, gell? Bin ich ja schon lange dagegen, dass man das Wort, na, in der ersten Klasse kann ich ja Regeln sagen, oder? Aber bei Älteren nennen wir es halt Fairplay, Fairness Code, was mir wichtig ist, was ich tun kann, damit wir uns alle wohlfühlen und gut lernen können, gell? Also solche Sachen halt mehr, gell? Andere Begriffe. Bei Corona kenne ich ja Schule, die hat ja sich entschieden für, wir tricksen Corona aus. Aggressive Klasse, jugendliche aggressive Leute, die haben ja gesagt, die kamen, das fand ich toll, der Lehrer, wie der Lehrer das gemacht hat, wir machen Corona fertig. Ja, das ist die Sprache, die die reden, wir wollen einen fertig machen. Jetzt ist halt Corona. Jetzt dadurch, dass wir in der Sprache, wie soll man sagen, die Schüler also emotional ansprechen, ist natürlich das Risiko, die Chance größer, dass die gut mitmachen. Gell? Das wäre, finde ich, eine Variante und der andere wichtige ist, das nenne ich ja Sinn oder Vorteile. Ja, warum soll ich eigentlich eine Regel einhalten, wenn ich jetzt verstanden habe, was die Regel soll? Gell? Frage mich dann ehrlich gesagt auch. Ja. Also, wir besprechen mit unseren Schülerinnen und Schülern, welchen Sinn haben diese Regeln, welche Vorteile haben wir. Ja, zum Beispiel, gell, die Lehrerin erklärt, dass man mit Corona schon angesteckt sein kann und andere anstecken kann, ohne es zu merken. Gell, jetzt tun die Schüler zum Beispiel mal überlegen, in allein oder in Kleingruppe, ihr wollt doch wahrscheinlich niemand anstecken, gell? Überlegt euch mal bitte, wen wollt ihr auf keinen Fall anstecken? Gell? So, und der nächste Schritt ist, was machen wir, um zu vermeiden, dass wir ungewollt jemand anstecken und auch sogar halt merken. Und dann hat aber die Lehrerin quasi das alles gesammelt und dann haben die so eine Art quasi Präambel, nenne ich das halt, gemacht. Die tun sie jetzt ihren Abmachungen voranstellen. Also die eine Schule hat, das fand ich toll, wie die das gemacht haben. Gell? Corona ist echt heimtückisch. Man kann jederzeit, ohne dass man es merkt und ohne dass man es will, jemand anstecken, auch seine beste Freundin oder Freund, sogar seine Eltern, seine Schwester, seine Oma. Das wollen wir nicht. Deshalb halten wir die Absprachen ein. So, und das ist das Erste, was quasi vorangestellt wird. Und dann erst folgen die einzelnen Absprache. Ja, und dann kann man die natürlich auch noch besprechen. Klar, das mache aber ja Schule schon. Also wenn ich jetzt nochmal Revue passieren lasse, erstmal überlegen, welche Begriffe funktionieren bei Schülern nicht. Das wären Regeln, Desinfektion unter Umständen, also all das, was negativ konnotiert ist. Und Ja, dann ja. versuche ich bestenfalls, dass die Schülerinnen und Schüler selbst auf diese Vereinbarung kommen. Also ich, genauso wie ich es ja Genau. im Unterricht mache, ich Genau. emotionalisiere, ich mache das Problem nicht zum Problem der Schule, sondern des jeden Einzelnen. Ja, sehr gut. Wer kommuniziert das denn? Wenn man jetzt eine Schule sieht mit 500 Schülerinnen und Schülern, sollte das über eine Schulleitung gehen, vielleicht über die Schulvertretung, Elternvertretung? Wie fange ich dieses Problem an, damit ich Reaktanz vermeide? Ich würde schon sinnvoll finden, dass sich die Schule natürlich das gemeinsam überlegt, wie Sie sagen. Aber der Lehrer hat ja dann auch den besten Kontakt. Oder wer hat den besten, ja, im Prinzip, oder? Dass der das mit seiner Klasse
nochmal thematisiert, würde ich sehr sinnvoll finden. Vor allem die Frage, welchen Sinn hat das Ganze, welche Vorteile hat das? Und dann tun wir das natürlich auf einem großen Plakat visualisieren und im Klassenzimmer aufhängen und immer mal wieder darüber reden. Ja, und der nächste Schritt ist ja, und wie schaffen wir das jetzt? Okay. Na, Fehlertoleranz. Die Lehrerin könnte zum Beispiel da ja, finde ich, mit gutem Beispiel, ich kann es Ihnen ja sagen, ich habe auch schon Regeln Corona halt vergessen, weil ich in Gedanken war, okay, ich gehe in ein Geschäft, habe ich den Mundschutz vergessen, sagt die Verkäuferin, bitte den Mundschutz anziehen. Da habe ich gedacht, oh nee, was man alles vergessen kann. Da war halt in Gedanken. Ja, so. Und das wäre jetzt auch nochmal, fände ich, ein gutes, wie sagt man jetzt nochmal, ein wichtiges Gebiet. Wie gehen wir da um? Die Lehrerin geht mit gutem Beispiel voran, würde ich vorschlagen. Also, ich habe das mal vergessen. Was habe ich daraus gelernt? Oder es erzählt sie ihre Schüler, ich habe das und das vergessen. Das habe ich daraus gelernt. Zum Beispiel, ich habe mir einen Notizzettel zu Hause an meinen Spiegel gemacht. Maske aufsetzen oder so. So, und dann sagt sie auch, das halte ich ja für wichtig, ihr wisst ja, jeder macht mal was falsch oder einen Fehler, das ist ganz normal. Wichtig ist aber, dass wir dazu stehen, ja, und nicht, ja, dass wir das akzeptieren, dass es halt so ist. Nur so können wir uns ja weiterentwickeln und besser werden. Wir wollen doch zusammen besser werden, ist dann das Thema. Gell? Und dann könnte die Schüler mit der Lehrerin auf diesem Gebiet vieles noch machen. Aber das soll jetzt immer positiver Rahmen sein. Gell? Ich habe es wieder irgendwie verstoßen und eine Sanktion droht, sondern ja, ich will es besser machen. Das wäre ja das Ziel. Sie haben gerade gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbild. Wir haben aber auch andere Vorbilder im Kontext Schule, das sind die Eltern. Ja. Und es gibt ja einige Eltern, die Corona-Regeln negativ gegenüberstehen. Und die Schüler stehen dann dazwischen. Einerseits ja, ist die Schule da, die diese ja, Verhaltensmuster propagiert, und die Eltern sind dagegen. Und das könnte ja dann auch eine negative Reaktion oder Reaktanz bewirken. Ja. Wie geht man damit um? Ist das Problem zu lösen? Herr Ringel, ich weiß es nicht wirklich, gell? Wenn da, kennen Sie ja auch, wenn Eltern absolut der Meinung sind, das ist alles Quatsch, oder? Und das ist alles vom Amerikaner, wie sie auch heißen, inszeniert, ja, und so weiter, wieder halt so die Meinungen sind, dann ist es wirklich schwierig. Aber wir haben in Erinnerung, gell? Naja, das ist doch jetzt immer mehr in Friday for Future leider ein wenig in den Hintergrund geraten. Ich habe aber gehört, die Kinder sagen schon ihre Eltern, warum brauchen wir so ein großes Auto? Warum müssen wir in Urlaub fliegen? Wir bleiben hier. Ja, also jetzt sehen wir, entgegen dem, was die Eltern so wollen, was sie halt gar nicht verstehen, aber die Schüler sind in der Schule, wie soll man sagen, das habe die Klasse gemacht, wieder die Lehrerin, wenn man sieht, was die alles Tolles machen, haben die Schüler, also ihre Schülerinnen und Schüler, auf eine positive Weise in diese Richtung beeinflusst. Und die haben das jetzt übernommen. Man kann auch in der Schule, mit das würde ich natürlich schon machen, gell, ihr wollt ja niemand anstecken, aber ich weiß, sagt die Lehrerin, von anderen auch schon, die haben Eltern, die sind, also das denke ich schon, Probleme gleich offen ansprechen, oder? Die haben Eltern, die haben gesagt, Corona ist doch alles eine Erfindung von Bill Gates und so Zeug, oder? Wer kennt das, oder? Und dann darüber reden und das quasi zum Thema machen. Wie können wir denn, wir wollen ja niemand anstecken, ungewollt, wie können wir trotzdem die Vereinbarungen einhalten, wenn die Eltern das jetzt so wichtig finden? Gell, ich würde jetzt ein Drama draus machen, ich würde es halt wieder ein wenig minimalisieren, das Problem. Und so. Die Eltern sind ganz normal, ihr wisst ja, Eltern finden das ein wenig anders. Ich bin auch manchmal anderer Ansicht als meine Kollegen. Das gibt es ja alles, oder? Also ich, die Dinge für heute, naja, wir neigen ja dazu, ah, das ist jetzt ein Riesenproblem, was soll man jetzt machen? Und da bin ich schon deprimiert, weil mir nichts mehr einfällt. Ja, das habe ich aber selbst herbeigeführt. Und da kommen wir wieder zurück zum Verstehen. Die Schülerinnen und Schüler verstehen Fridays for Future.
und haben ihren eigenen Standpunkt dazu. Und so kann es ja dann auch mit Corona und weiteren Themen möglich sein. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Corona beschäftigt uns ja jetzt schon über ein Jahr. Wir sind jetzt im Frühjahr 2021 und das Ganze fing ja 20 oder 19 eigentlich schon an. Und Reaktanz ist jetzt an vielen Orten ja schon passiert, weil man über Regeln, eine Corona-Schutzverordnung mit diesem Thema an die Schülerschaft herangetreten ist. Kann man das jetzt nochmal umkehren oder ist da schon alles vorbei? Natürlich ist es, was Sie ansprechen, völlig richtig. Das hätte man natürlich gleich am Anfang machen sollen, dann hätte man es wieder einfacher gehabt, gell, die Classroom-Management-Leute, jetzt hat die Amerikaner, sage ich ja, Classroom-Management besteht aus drei Dingen. Erstens, gute Vorbereitung. Zweitens, gute Vorbereitung. Drittens, gute Vorbereitung. Aber hinterher ist man immer schlauer. Gell, wer hat ja gewusst, dass das sich so ausdehnt? Ich nicht. Gell, ich habe nichts gewusst. Gut, aber jetzt könnte man sagen, jetzt ist da, aber die Strategie da ist, es kommt ja öfters vor, ich nehme die Schuld auf mich. Gell? Ich habe versäumt, kann man sagen, mit euch das Thema, wie soll man sagen, vertieft oder vernünftig anzusprechen. Tut mir leid, bitte entschuldigt. Ich möchte das nachholen. Wir machen heute XYZ. Gell? Wir tun uns heute nochmal darüber unterhalten. Wie ist das eigentlich? Ja, muss man sich natürlich dann ein wenig vorbereiten noch. Ja, aber das kann man durchaus nachholen. Ja, ich kann eigentlich viele Dinge, die ich halt mal verpasst habe, das ist halt so, wieder nachholen. Ja. Lieber Herr Eichhorn, vielen Dank für das Gespräch. Und wir hoffen, wir haben jetzt über Corona gesprochen, aber sicherlich werden wir beide noch über Themen sprechen, die außerhalb einer Pandemie stattfinden. Und darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Bei Ihnen bedanken wir uns auch fürs Zusehen. Wenn Sie uns ein Feedback hinterlassen wollen, gerne an mail@seminar-trier.de. Und dann verbleiben wir mit besten Grüßen, auch für die Gesundheit, bis nächsten Dienstag. Dem möchte ich mich gerne anschließen. Viel alles Gute bei Ihrer wertvollen Arbeit.